Hi und herzlich willkommen bei Hochdruck 3D. Mein Name ist David und heute geht es mal wieder um was richtig Cooles vom 3D Connection. Die haben mir nämlich ein Paket zugeschickt, was noch nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, offiziell auf dem Markt ist. Ich darf das mit als einer der ersten testen. Lasst euch überraschen. Ich gebe euch einen Tipp. Das Motto dieses Geräts ist Take Control. Also würde ich sagen, nach dem Intro geht's los. Ganz nach dem Motto Take Control ist es eigentlich logisch, was jetzt kommt. Ich meine, es ist 3D Connection, wir haben eine CAD-Maus, also die Space-Maus, wo wir uns im 3D-Raum bewegen können. Wir haben die normale PC-Maus, die verdammt gut ist, muss ich echt dazu sagen. Habe ich nicht gedacht, die ist richtig gut. Review kommt dazu auch bald. Und was fehlt dazwischen? Links die Space-Maus, rechts die normale Maus. Natürlich eine Tastatur. Wir haben hier das Keyboard Pro mit Numpad von 3D Connection. Dazu muss ich sagen, vielen, vielen Dank an 3D Connection. Die haben mir das Produkt zur Verfügung gestellt, damit ich es mal testen kann, ein bisschen ausprobieren kann und euch mal so ein bisschen meinen Ersteindruck damit zeigen kann, wie ich das Ganze so finde. Die Verpackung ist ziemlich cool Design, ziemlich schlicht, fast wie bei einem Apple-Produkt, würde ich schon fast sagen. Weiß, wir sehen unsere Tastatur, wir sehen hier auch unser, Numpad. Was extra ist, finde ich ziemlich cool, heißt, wir können uns das hinlegen, wo wir wollen. Auf den Seiten sehen wir fast überall das 3D Connection Logo, bis auf hier hinten. Da sieht man einmal die Seriennummer, die decke ich einmal zu. Und dann seht ihr einmal den Inhalt, das 3D Connection Keyboard, 3D Connection Numpad Pro und das USB-Kabel. Und natürlich sehen wir hier hinten drauf die kompletten Features. Das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen. Seht ihr hier Wrist Support, also für euer Handgelenk, Unterstützung ein bisschen, besonderes oder sehr, sehr gutes Tipp-Erlebnis, würde ich da sagen. Das Numpad ist programmierbar und drahtlos und noch vieles mehr. Wir schauen uns das gleich jetzt nochmal im Detail an, wenn wir das Ganze auspacken. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank schon mal an 3D Connection und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt am Tisch wieder, damit ich euch das Ganze mal richtig ausgepackt zeigen kann. So, hier ist das gute Stück. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus. Ich habe schon gesehen, hier war seitlich Klebestreifen drüber. Jo, genau da. Ich entschuldige mich schon mal für die Belichtung, die hier gerade in dem Shot nicht so gut ist. Ich habe es irgendwie heute nicht so mit der Belichtung. Aber wir kriegen das auch so hin. Erstmal packen wir das Ganze aus. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was denn hier für Features dabei sind. Wir haben jetzt einmal Design for your Comfort. Ihr habt hier Tasten oben drauf, wo ihr das Ganze ein bisschen einstellen könnt. Heißt, die ihr frei belegen könnt, wo ihr bestimmte Funktionen drauf machen könnt. Genauso wie bei dem Wireless Numpad hier. Und ihr habt sehr, sehr gute Tasten und wie schon gesagt, der Wrist Support heißt für euer Handgelenk. Ich bin mal gespannt, wie es wirklich im Endeffekt ist. Bei meinen Tastaturen bin ich ziemlich eigen, muss ich sagen. Ich war bisher immer mit den Tastaturen, die so eher im Gaming-Bereich sind, dabei. Im Gaming-Bereich sind die Tastaturen dann doch ein bisschen anders vielleicht, weiß ich nicht. Gucken wir uns einfach mal an. Machen wir das Ganze mal auf. Und dann haben wir hier oben drin stehen Keyboard Pro with Numpad Quick Start Guide. Anscheinend Tastatur im PC einstecken sollte logisch sein. Das Numpad einschalten und die Treiber installieren. Wir fangen an mit dem Numpad. Das haben wir hier wieder so schön eingepackt in so einem Geschenkepapier. Finde ich echt cool. Selbstverständlich machen wir es erstmal falschrum auf, dass wir uns die Rückseite angucken können und die Überraschung für später aufheben können. Wir haben hier anscheinend zwei ausklappbare Füßchen, um das Ganze, hier sieht man es ganz gut, wahrscheinlich hochstellen zu können. Rutschfeste Pads finde ich immer sehr, sehr gut. Mit unseren Standardtasten. Wobei hier, ich weiß gar nicht, doch auf normalen ist auch eine Eingabetaste dran. Zusätzlich haben wir hier dann vier belegbare Tasten. Oben ist ein USB-C-Anschluss und ein Ein- und Ausschalter. USB-C auf USB-Kabel. Das USB-Kabel für die Tastatur, was logischerweise an der Tastatur dran ist. Und holen das Ganze mal raus. Die Verpackung kann dann logischerweise erstmal auf die Seite. Also ich muss schon sagen, die sieht schon krass hochwertig aus. Das fühlt sich echt heftig an, wenn ihr die Space Maus kennt, beziehungsweise die CAD-Maus, die fühlen sich auch so krass an. Ansonsten eine schöne Größe. Also erstaunlich hier unten schön für die Handgelenke. Oh, das ist auch so geiles Material. Es ist so ein bisschen, es ist hart. Aber es fühlt sich weich an der Haut. Also finde ich schon ziemlich, ziemlich fett, muss ich sagen. Finde ich schon echt cool. Tasten.
sind nicht besonders laut, was ich gut finde, aber ihr habt einen coolen Anschlagpunkt. Ihr kennt das doch bestimmt auch. Ihr geht so an der Tastatur und drückt so und denkt euch, boah, voll geil, oder? Ihr drückt so und denkt euch, ach du Scheiße, da komme ich gar nicht mit klar. Aber so ist es gar nicht. Also ihr habt wirklich einen richtig coolen Druckpunkt. Der Sound, finde ich, ist bei einer Tastatur echt wichtig und er hört sich einfach gut an. Finde ich echt cool. Ist nicht zu laut, nicht zu leise. Hier oben haben wir unsere frei belegbaren Tasten. Was haben wir hier? Wir haben einmal das Kabel und auf der Rückseite wieder unsere zwei ausklappbaren Füßchen. Die Pads, die da dran sind, also die Anti-Rutsch-Pads. Seitlich haben wir nichts, unten nichts, da nichts. Also schön clean das Ganze und fühlt sich echt cool an. Ja, so viel zum Unboxing. Ich kann es kaum erwarten. Ich würde sagen, ich schließe das Ding jetzt einfach an und dann gucken wir uns das mal an, wie es im Endeffekt wirklich funktioniert, wie einfach es ist. Wir werden jetzt, wie gesagt, nur so mal einfach mal reingucken, ein bisschen den Ersteindruck probieren. Nichts Tiefgründiges, sondern einfach nur mal zeigen, wie es ist, das erste Mal mit dieser Tastatur und hier dem Numpad zu arbeiten. Und dann sehen wir uns am PC zurück. So, wir befinden uns jetzt am PC und ich habe das Ganze angeschlossen. Muss sagen, es sieht cool aus mit der CAD-Maus zusammen, mit der Space-Maus zusammen. Ist schon eine coole Kombi. Alles so die gleiche Farbe, der gleiche Stil, dieses Hochwertige vom Aussehen her. Ist schon cool, fühlt sich auch cool an. Ich habe jetzt die Treiber installiert, das sollte jeder von euch hinbekommen, ist aber überhaupt gar kein Problem. Und habe jetzt hier das 3D Connection Home da. Heißt, das Standardprogramm, entweder müsst ihr updaten oder halt einfach deinstallieren, neu runterladen. Wie 3D Connection das löst, weiß ich noch nicht. Ich denke mal einfach per Update, dass das funktioniert. Was wir jetzt hier haben, ist folgendes. Unter Eigenschaften sehen wir jetzt hier unsere Tastatur. Einmal das Keyboard Pro. Und jetzt kommen wir zu einem richtig coolen Feature. Nämlich, ihr könnt eure normale Maus oder wenn ihr die Space Maus Wireless habt zum Beispiel, direkt mit der Tastatur verbinden. Heißt, wenn ihr jetzt hier auf Paired Devices geht, habt ihr direkt eure kabellosen Verbindungen, die ihr damit verknüpfen könnt, wie zum Beispiel meine Maus. Heißt, ich brauche diesen Dongle nicht mehr und spare mir somit einen USB-Steckplatz. Das ist echt cool. Das hatte ich ja ein bisschen bemängelt, dass da USB-Steckplätze fehlen, aber das könnt ihr ja damit so ein bisschen entgegenkommen. Ansonsten zum Numpad, das war einfach nur einschalten und funktioniert, also total easy. Genauso wie Tastatur anschließend, Treiber installieren. Ja, was gibt es hier noch viel zu sagen? Ich meine, es ist halt eine Tastatur, aber ihr habt halt die belegten Tasten, das finde ich alles echt cool, das funktioniert alles super. Wenn ihr nämlich jetzt hier auf Tasten geht, könnt ihr für, jetzt bei mir OBS, für verschiedene Programme irgendwas hinzufügen. Ich öffne jetzt bei mir einfach mal Chrome. Und jetzt seht ihr schon, hier steht Chrome und ihr könnt euch jetzt hier Shortcuts hinzufügen. Zum Beispiel drückt die 2, um auf Google zu kommen, die 3 auf Bing und so weiter. Ist jetzt hier schon ein paar Sachen vorinstalliert bzw. voreingestellt. Könnt ihr aber hier jederzeit, wie gesagt, eure eigenen Applications, also eure eigenen Programme hinzufügen. Ihr könnt Makros hinzufügen, Radialmenüs, also wie ihr das Ganze von den anderen 3D Connection Sachen kennt. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier, ich weiß nicht, 3D Bilder auf die 3 machen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal Fusion 360 hier auf die 1 gelegt und das ist das Schöne an der ganzen Sache. Ich drücke jetzt einfach mal die 1. Und jetzt öffnet sich gleich Fusion, genau. Ihr seht jetzt auch hier unten immer so eine Leiste. Die könnt ihr euch auch ausblenden über die Einstellungen, so wie ich es eben gesehen habe. Was ich echt cool finde, dass es die Möglichkeit gibt, beziehungsweise dass ihr das auch seht. Heißt, eure Shortcuts sind dann hier unten drin. Ich habe jetzt hier mal Fusion geöffnet. Das dauert immer ein bisschen, bis der das hier registriert. Ich mache jetzt mal eine neue Skizze. Und wir haben jetzt hier in Fusion aktuell noch nichts eingebunden. Das kommt aber noch. Ihr könnt jetzt hier für Fusion verschiedene Makros halt hinzufügen. Extrude zum Beispiel, also für Extrudieren. Muss ich sagen, ist für mich jetzt nicht ganz so interessant. Ich ziehe jetzt hier mal was und drücke jetzt hier die 1 und kann das Ganze damit extrudieren. Ich finde es im Endeffekt, muss ich sagen, wahnsinnig
durchdacht mit hier dieser, mit dem Numpad. Da bin ich eben gar nicht so drauf eingegangen. Mir ist das beim Aufbauen eingefallen. Mal angenommen, ihr habt hier diese Space Maus nicht. Tut die auf Seite und nehmt jetzt euer Numpad, was natürlich kabellos ist, heißt, ihr könnt es einfach rumtragen. Oh, erstmal Quietschgeräusche und legt das hier hin. Könnt ihr extrem gut arbeiten, denn ihr könnt hier an der Tastatur arbeiten, rechts mit der Maus. Und könnt dann einfach hier nach links zum Numpad gehen. Heißt, ihr braucht eure Hand nicht von der Maus wegzubewegen. Das bleibt alles und ihr habt hier eine riesen Tastatur dabei, wo ihr das alles so bedienen könnt. Im Normalfall ist es ja so, dass ihr mit der rechten Taste aufs mit der rechten Hand aufs Numpad geht und dort was eingibt. Das könnt ihr jetzt ja alles mit links erledigen. Genauso wie die Shortcuts dafür. Für mich jetzt aktuell nicht so praktikabel, weil ich halt links immer meine Space Maus habe. Finde ich aber sehr, sehr gut durchdacht. Ich habe da nicht dran gedacht, wirklich gar nicht. Zudem ist es halt wirklich auch eine ergonomische Sache. Heißt für euren Rücken, wenn ihr jetzt gerade für größere Firmen, ist das wahrscheinlich auch interessant, wo Leute wirklich 8, 9, 10 Stunden am Tag am PC hocken, da das Ganze machen, ist das doch schon eine ergonomische Sache, die wirklich ja sehr, sehr hilfreich sein kann. Gerade was Büromitarbeiter zum Beispiel betrifft, ist es ja wirklich, Rückenprobleme treten da sehr, sehr oft auf. Da ist die Ergonomie doch schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut durchdacht. Ich habe jetzt eben auch schon mal ein bisschen rumgespielt, ein bisschen getippt. Die Tastatur fühlt sich sehr, sehr gut an. Auch ich habe jetzt hier natürlich ein empfindliches Mikro. Mal gucken, ich weiß nicht jetzt, wie die Aufnahme dazu ist, beziehungsweise wie das für euch klingt. Ich mache mal mein Audioprogramm auf. Das geht voll klar. Also muss ich echt sagen, lautstärkentechnisch ist das echt gut. Der Druckpunkt ist echt sehr, sehr schön. Gefällt mir alles. Es fühlt sich sehr gut an. Gerade auch hier diese Abrundung. Gefällt mir echt gut, kann ich nichts Negatives dazu sagen. Finde ich echt krass. Also ich kenne ja, viele Tastaturen haben das ja schon, aber wie gesagt, dieses Material ist hart, es fühlt sich aber weich an. Auch die Länge, die passt für mich jetzt richtig gut. Ich will das Ganze jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren. Ist ja wie gesagt nur so ein Ersteindruck. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren, dann werde ich mal mein Endfazit zum Ersteindruck euch beibringen. Also würde ich sagen, bis gleich. Ich habe das Ganze jetzt ausprobiert, so ein paar Stündchen lang, ich glaube so 2-3 Stunden waren es, und wollte einfach mal rausfinden, wie schreibt sich damit, wie arbeitet sich damit, wie sinnvoll ist das mit dem Numpad, wo stelle ich das am besten hin, wie läuft das, wie funktioniert es am besten und natürlich auch, wie angenehm ist es, damit zu arbeiten. Heißt Ergonomie, klar, in 2-3 Stündchen kann man jetzt von der Ergonomie noch nicht viel sagen. Ich hatte ja vorher diese Gaming-Tastatur, die schon sehr, sehr gut war. Die war auch nicht die günstigste, die habe ich jetzt schon sehr, sehr viele Jahre. Aber ich muss sagen, die von 3D Connection ist nochmal ergonomisch und vom Gefühl her ein ganz anderes Level. Wenn man die 3D Connection Sachen hat, muss ich echt sagen, es fühlt sich alles so krass hochwertig an. Das Material, wie es verarbeitet ist, die Tastenanschläge jetzt bei der Tastatur. Ich bin echt begeistert. Also es ist nochmal ein ganz anderes Level als normale Tastaturen oder Gaming-Tastaturen. Ich verstehe schon, warum sie es rausgebracht haben. Erstmal, man hat dann ein komplettes Set und vor allem ist es ja wichtig, gerade 3D Connection setzt ja da drauf, dass es immer langlebig ist, das Ganze. Dass das jetzt nicht nach ein paar Jahren, gerade bei Bürojobs, direkt nach ein paar Jahren oder teilweise Monaten schon aussetzt, die Tasten nicht mehr reagieren oder die Tasten ausleiern. Und ich glaube echt, man hat an der Tastatur richtig viel Spaß dran über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ergonomisch gesehen finde ich es echt cool. Es ist extrem flach gehalten. Dieser Handbeinaufsatz, den finde ich wahnsinnig schön. Also der fühlt sich echt gut an. Ich muss sagen, klar, es ist eine Tastatur, aber eine Tastatur kann sich echt gut anfühlen und das tut sie. Natürlich kommt jetzt darauf an, wie es auf Dauer ist, wie es in einem Jahr aussieht, wie es in 2 Jahren aussieht, fühlt sie sich immer noch so an. Aber mein Endfazit ist wirklich, es ist sehr, sehr gut durchdacht. Wirklich, es ist unfassbar gut durchdacht. Mir fehlen trotz dieser Pairing-Funktion, dass ich meine Mäuse und so damit pairen kann, was ich echt gut finde, fehlen mir trotzdem noch so 1-2 USB-Anschlüsse oder Audio-Anschlüsse. Das hat bei mir aber weniger mit CAD zu tun, wofür es ja gedacht ist, oder 3D-Modellierung, sondern eher für Videobearbeitung zum Beispiel. Oder auch zum Zocken. Es ist schön, wenn man an die Tastatur nochmal was dranstecken kann. Ist jetzt kein krasser Minuspunkt, würde ich mir persönlich aber wünschen. Fände ich einfach cool, wenn das dabei wäre. Aber alles in allem muss ich sagen, eine echt gute Tastatur. Gefühl ist super, es fühlt sich hochwertig an. Die Tastenanschläge sind perfekt eigentlich. Es passt sehr gut in das System. Die Software ist natürlich wieder extrem gut optimiert. Und auch diese Anzeige, die man hat, dass man genau sieht, welches Shortcut jetzt was bedeutet, finde ich echt cool. Wenn ihr eine neue Tastatur braucht, ihr habt schon Sachen von 3D Connection oder ihr wollt was euch wirklich lange hält, wo ihr euch richtig wohl dabei fühlt, probiert die Tastatur aus.
Die ist echt krass. Die Links dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Viel mehr gibt es von meiner Seite aus jetzt gar nicht mehr zu sagen. Wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten bei Fragen gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank nochmal an 3D Connection, dass ihr mir die Tastatur zur Verfügung gestellt habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.